Stell dich mal vor, ihr seid der Schalkse Bert und ihr versucht seit einer Stunde das Video aufzunehmen. Und auf einmal entscheidet euer Mikrofon, ich nehme jetzt keinen Bass mehr auf. Naja, jetzt gibt es auf jeden Fall zwei kleine Informationen, die dem einen oder anderen die Popperze aus dem Hirn blastern wird. Weil die eine ist, es sind 60 neue Leute gewitelistet. Der Server ist nämlich jetzt ein bisschen, ist nicht leer. Ich schau mal gerade, es sind gerade 41 Leute drauf. Das heißt, da ist Platz für 9 von euch. Nee, Spaß, deshalb habe ich einfach nochmal 60 draufgepackt. Das sind jetzt nicht alle, ich weiß. Ich werde die nach und nach, werde ich euch jetzt auf die Liste schreiben. Langsam über die Tage verteilt. Ihr braucht nicht nachfragen, ihr kommt drauf. Die Frage ist nur, wann. Und ein anderer Punkt: Auf The Center gibt es ja nur eine Boss-Arena und da kämpft man gegen die Brutmutter und den Affen gleichzeitig. Und weil das viele scheiße fanden und ich natürlich auch, habe ich mir jetzt überlegt, man kann das natürlich machen. Alternativ gibt es aber jetzt noch einen The Island-Server, der geclustert ist. Das bedeutet, man kann vom The Center-Server mit all den Sachen zu dem Island-Server rübergehen. Auf dem The Island-Server kriegt man keine EP, man kann keine Dinos zählen, man kann dort nichts bauen, man kann da nichts machen. Die Karte wird einmal am Tag gelöscht und wer da auch was anderes macht, außer dahin zu traveln, um die Bosse da zu beschwören und da zu besiegen, der kriegt einen Poppes-Fasult, sagen wir es mal so. Ja, das war es eigentlich soweit mit den Infos. Mehr wollte ich euch nicht sagen. Also die Bosse jetzt alle normal machbar für die, die Bock haben, die schon drauf gehypt waren. Ich bin auch drauf gehypt, Leute. Und Tech hier incoming. Viel Spaß beim Zocken. Wir sehen uns auf dem Server. Haut rein. Tschüss.